Hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Heute möchte ich euch meine neue Rubrik auf dem Blog vorstellen, das heißt Küchen 1x1. Und zwar geht es da um so kleine Sachen in der Küche, die man vorbereiten muss. Und als erstes möchte ich heute anfangen, Tomaten mit euch zu schälen und zu blanchieren. Sprich, wir sagen dem blanchiere und wenn sie geröstet sind, heißen sie Tomate concassée. Ist ganz einfach. Als erstes unten die Sturze raus. Ich habe hier schon mal ein Wasser aufgesetzt. Das muss natürlich kochen wie Wäsche. Und oben die Tomate über Kreuz einritzen. Das mache ich jetzt mal schnell, bis das Wasser kocht. Ich persönlich finde es besser, wenn Tomaten geschält sind, zum Beispiel wenn man einen Salat Caprese macht, also das heißt Tomate-Mozzarella-Salat, ist sich das einfach entschieden besser, wenn Tomate ohne Schale ist oder für gewisse Pasta-Gerichte. Weil wenn man Pasta oder Tomaten kocht zum Beispiel und hat dann immer diese Schale drin oben fliegen, ich weiß nicht, das ist, kann man nicht essen. Weiß nicht, bin da ein bisschen heikel. So, das kocht jetzt. Und wichtig bei Tomate ist, wirklich nur ganz kurz blanchieren. Also die ganz kleinen Cherry-Tomaten, die man zu kaufen kriegt, im Prinzip Wasser richtig aufkochen, 10 Sekunden, raus in Eiswasser, fertig. Das Eiswasser ist einfach dafür da, dass die Tomate, dieser Garprozess, der da stattfindet, sofort unterbrochen wird, weil sonst kann es euch passieren, dass die Tomate sofort musig wird und dann kann man sie im Prinzip schon vergessen, oder? Also, das Wasser kocht jetzt. Aber ich lasse es nochmal richtig schnell aufkochen, richtig stark, weil das ist am besten, wenn es nur so blubbert und die Tomate geht rein, dann hört es gerade wieder auf mit Kochen und das darf es nicht. Also das Tomatenwasser muss die ganze Zeit kochen. So. So, ihr hört es wahrscheinlich schon blubbern, blubberdiblub. Und jetzt... Ich mache immer 2 Tomaten rein und jetzt muss man ungefähr so 10 Sekunden, 15 Sekunden warten. Man sieht das denn, wenn sich diese Haut ablöst und sobald das passiert oder diese Haut anfängt zu platzen, dann sollte die Tomate sofort raus und ins Eiswasser. Das kann sich jetzt nur um Sekunden handeln. Wie gesagt, es ist von Tomate zu Tomate unterschiedlich. Wenn es so grüne Tomaten sind, am besten nicht nehmen. Und Tomate macht sich auch gut, sowieso nicht im Frieger Tomaten. Geschmackserlebnis von der Tomate ist, wenn sie Zimmertemperatur hat und wenn sie direkt aus dem Frieger ins kochende Wasser geht, dann gart das nicht. Das gart zwar schon, aber es gart viel länger. So, ihr seht, es platzt leicht oben schon auf. Und die Tomate, ja, noch ein ganz kurzer Moment, schält sich im Prinzip nachher wie von alleine. So, ihr seht, da platzt die Haut, dann ist es gut. Und wenn sich die Haut dann ablöst, umso besser. So, ich mache jetzt die 3 hier schon mal noch rein. Und zeige euch in der Zwischenzeit. Also ihr müsst es natürlich etwas länger abkühlen lassen, aber ich zeige euch das schnell, um dass ihr das seht, was ich meine. Ihr seht, Tomate ganz einfach zum Schäler. Wie gesagt, Tomatenqualität ist natürlich entscheidend, wenn ihr natürlich so Discount-Tomaten habt oder keine Rispentomaten, dann kann es passieren, dass diese Tomaten ja so kriselig aussehen oder schon während dem Kochen total weich sind. Diese sind jetzt zum Glück gut, das sind Rispentomaten und die kann man jetzt einfach vierteln, Kerngehäuse raus, so. Und dann kann man, wenn man will, diese in Streifen schneiden. Oder wer möchte, kann zu Hause, wenn man jetzt Pastagerichte macht, diese in grobe Würfel schneiden. So, jetzt nehme ich die Kollegen auch noch raus. So, oder wie wir es in der Fachsprache machen oder sagen dazu, Tomate concassée nimmt man eigentlich zu ja, fast jedem Gericht her. Selbst Pastagerichte oder Pastasoßen werden mit geschälten Tomaten hergestellt. Also wir verzichten gänzlich auf Schale.
Tomate Concassée ist im Prinzip nichts anderes als gleichmäßig geschnittene Würfel. Da wird sich jetzt der eine oder andere denken, uiuiui, da gibt es ja wahnsinnige Abschnitte, das stimmt. Aber diese Abschnitte zum Beispiel, die würden wir jetzt alle zusammennehmen und davon eine Soße kochen. Aber diese kleinen, feinen Würfelchen, die würden wir jetzt zum Beispiel für Dekoration, Pasta obendrauf etc. pp. Also, das war's schon. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt, das neue Küchenalmer 1 auf delikates.ch. Was es das nächste Mal gibt, weiß ich noch nicht genau. Ihr werdet es sehen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Prenz.